Herzlich willkommen zum NOZ Video Talk. Heute eine nächste Ausgabe. Unser Thema ist natürlich das Coronavirus nach wie vor. Das Coronavirus und die Kirche und dabei insbesondere die geschlossenen Kirchen zum bevorstehenden Osterfest. Ich habe heute zu Gast und zugeschaltet den Osnabrücker Bischof Dr. Franz Josef Bode. Herzlich willkommen. Ja. Und aus Hannover auch zugeschaltet der evangelische Landesbischof Ralf Meister. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Herr Meister, Herr Bode, kann man Sie jetzt, da wo ich Sie sehe, sind Sie in dem viel genannten in den letzten Tagen Homeoffice jetzt aktiv? Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Bode? Fangen Sie mal an. Ja, ich sitze viel am Schreibtisch. Ich bereite Gottesdienste online vor. Ich sage jeden Tag ein geistliches Wort darin und muss viele Dinge von hier aus erledigen, die der Krisenstab mir vorlegt. Und es gibt unendlich vieles zu bedenken. Also zur Ruhe kommt man eigentlich weg, obwohl man so viel Zeit jetzt geschenkt bekommt. Mhm. Herr Meister, bei Ihnen? Ja, das kann ich voll unterschreiben. Also es ist bei mir ganz ähnlich. Also wir erleben, glaube ich, eine andere Form der Kommunikation, die vielleicht in anderer Generation schon üblicher gewesen ist, aber dass ein Großteil der Verbindung jetzt doch rein digital ist, dass man oder ich manchmal einen halben Tag vor irgendwelchen bunten Bilderkacheln sitze und immer denke, wäre schön, diese Menschen auch mal zu sehen, auch mal in den Arm zu nehmen oder die Hand zu geben, das prägt schon sehr. Das prägt, glaube ich, nicht nur an der Oberfläche, sondern da passiert irgendwas auch im Inneren, dass man diese Form der Kommunikation, die ja doch für mich immer nur eigentlich eine Ersatzkommunikation ist, auf einmal als die hauptsächliche verstehen muss. Mhm. Noch nie in der deutschen Nachkriegszeit war es ja so, dass an Ostern die Kirchen geschlossen sind. Die Stimmung ist so gedrückt wie nie. Herr Bode und Herr Meister, können Sie uns mal in Ihre persönliche Gefühlslage mitnehmen? Wie empfinden Sie diesen Umstand, jetzt beim bevorstehenden Osterfest nicht mit den Christen in der Kirche feiern zu können? Herr Bode fängt vielleicht an. Ja, bei uns ist es ja so, dass wir jeden Tag einen Gottesdienst aus dem Dom übertragen. Das heißt, ich feiere jeden Tag die Eucharistiefeier im Dom mit einem Lektor und einem Kantor und dem Orgelspiel. Und bei Tag ist unser Dom offen. Es kommen also Leute auch in den Dom, stecken Kerzen an, sind aber nicht viele. Die können sich bei unserem großen Dom weit aus dem Weg gehen. Und inzwischen hat sich eine gewisse, möchte ich mal sagen, fast virtuelle Gottesdienstgemeinschaft gebildet. Am Sonntag hatten wir ausgesprochen hohe Zahlen beim Palmsonntag, die das mitgefeiert haben. Und ich bin natürlich mit vielen auch schriftlich unterwegs. Und ich merke, dass an den Rückmeldungen das sehr, sehr dankbar aufgenommen wird, dass man wenigstens über Bild und Ton miteinander kommunizieren kann. Natürlich ist das seltsam vor einer leeren Kirche. Aber das ist für mich im Moment gar nicht mehr so das Problem, weil ich mir die Menschen vorstelle, die mir geschrieben haben, die sich melden, und die mit mir ja auch noch in Kontakt sind. Also insofern kann ich eigentlich diesen Weg annehmen, so schwierig das jetzt für die nächsten paar Tage, wo wir nun das höchste Fest feiern, gemeinsam ja auch feiern als Christen, das wird noch mich hart angehen. Herr Meister? Ja, das ist auch wieder ganz ähnlich. Also es ist, finde ich, schon eine absolut ungewohnte Situation. Auch bei uns werden gerade jetzt in diesen Tagen einige der Kirchen für den Einzelbesuch geöffnet sein. Aber das ersetzt ja tatsächlich nicht die Gemeinschaftsfeier, die wir haben. Die Karfreitag oder auch am grünen Donnerstagabend schon und dann Ostersonntag, die Osternacht, die sozusagen diesen ganzen Festkreis prägte. Die braucht eine andere Form der Nähe. Und ich glaube mal, wir sind da Einübende. Und mit einer erstaunlichen Tapferkeit kommen auch Menschen hinzu, für die dieses Medium eigentlich weitestgehend neu ist. Zudem bekommen allerdings auch die Übertragung im Fernsehen, im Rundfunk eine neue Bedeutung.
Ich selbst habe für den Karfreitag und für Ostersonntag auch Gottesdienste, die dann ins Netz gestellt werden, die voraussichtlich auch gut abgefragt werden. Aber manchmal vergleiche ich das ein bisschen mit der Situation der ersten Gemeinde. Also die großartige, gemeinschaftsstarke Osterfeier mit vielen, vielen Hunderten, Tausenden, Abertausenden von Menschen ist ja nicht der Beginn der Story. Der Beginn war eine kleine Begegnung, eine Kleinstbegegnung einer sehr, sehr überschaubaren Gruppe, in die der Auferstandene kommt. Und für mich ist dieses Bild sogar ein Trostbild auch in dieser außergewöhnlichen Situation, in der wir jetzt leben. Und ich denke auch, dass wir nicht nur räumlich miteinander kommunizieren können, indem man zusammenkommt, sondern auch zeitlich. Wir leben in der gleichen Zeit. Wir sind Zeitgenossen. Der Papst sagt einmal, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Der Raum ist immer etwas Definiertes und Abgegrenztes. Die Zeit ist etwas Unbegrenztes. Und in dieser Zeit können wir miteinander kommunizieren, wenn wir gleichzeitig etwas tun, Glocken läuten lassen, Kerzen in die Fenster stellen oder etwas tun oder eben auch gemeinsam in der Zeit Gottesdienst feiern. Das ist eine völlig neue Auffassung von Kommunikation, die ich nicht heilig sprechen will, weil sie Not ist. Aber nein, aber ich finde das notwendig. Ich finde das nochmal einen guten Gedanken auch, weil wir bekommen schon ein, finde ich, neues Sensorium für das Kleine, für das fast beinahe Unscheinbare oder vielleicht auch für das, was uns in der Gewohnheit so treu gewesen ist, dass wir es in der Kraft oft gar nicht mehr gespürt und gemerkt haben. Also die angezündete Kerze oder das besondere Lauschen auf das Läuten der Glocken und viele andere Kleinigkeiten. Und das bekommt, glaube ich, eine neue Bedeutung auch zum Abspüren des Miteinanders, einer Gemeinschaft, die es gibt und die jetzt ein anderes Medium nutzt, um ausgedrückt zu werden. Nun ist es ja so, dass da fast täglich sich die Auflagen, Bestimmungen, Allgemeinverfügungen ändern. Hier wird was gelockert, da vielleicht wieder ein bisschen die Zügel angezogen. Lassen Sie uns noch mal kurz bei diesem Thema geschlossene Kirchen bleiben. Besteht vielleicht sogar die Möglichkeit, dass das jetzt doch noch kurzfristig da eine Änderung zum Wochenende erfolgt? Wie sind da die Signale, die Sie vernommen haben? Oder ist das fix? Nein, also, ich sehe das. Entschuldigung. Ich sehe das also überhaupt nicht, weil ich denke, dass wir auf keinen Fall Anreize geben dürfen, jetzt große Versammlungen zu machen. Wir haben diese Form und wir haben in großer Disziplin das durchgeführt. Wir haben gemeinsam diese Entscheidung gefällt. Und ich meine, dass das uns ja jetzt auch gewisse Erfolge sogar zeigt. Und wenn wir das zu früh lockern und öffnen, ist, glaube ich, das nicht gut, dass es immer Einzelfragen zu lösen gibt. Aber insgesamt sehe ich keine Veränderung für die nächsten Sonntag. Also auch da volle Zustimmung. Wir werden jetzt die Kirchen wahrscheinlich an mehreren Stellen öffnen. Bei uns waren sie ja weitestgehend geschlossen, weil wir eigentlich die Aufsicht, die notwendig ist, auch die hygienische Aufsicht nicht gewährleisten konnten. Das geht ja leichter in den großen Kirchen, aber in einer Dorfkirche auch die Begleitung einer offenen Kirche zu garantieren, ist schon schwer. Aber das wird an einigen Stellen jetzt zu den Osterfeiertagen verstärkt erfolgen. Aber die Öffnung für Versammlungen bleiben weiterhin verboten, also auch rechtlich. Es hat bundesweit mehrere Versuche gegeben, ja vor Verwaltungsgerichten auch Gottesdienste möglich zu machen. Die sind alle bisher abschlägig beschieden worden. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, es ist auch, ein ganz starkes ökumenisches Zeichen, dass an dieser Stelle wir Kirchen gesagt haben, wir dienen dem Schutz des Lebens. Und gerade in unseren Gemeinden, die oft auch viele Mitglieder haben aus den Risikogruppen, wäre das überhaupt nicht hilfreich, wenn wir jetzt gerade große, große, übervolle Kirchen zu Ostern hätten.
Das würde, glaube ich, dem Wohl der Gemeinschaft nicht dienen. Aber das ein oder andere Haus, da habe ich Sie jetzt beide richtig verstanden, wird möglicherweise geöffnet sein zum persönlichen Innehalten, zum persönlichen Gebet. Das ist hier und da durchaus möglich. Nicht überall, aber vereinzelt. Ja, wir haben die meisten Kirchen offen, weil die Küster sind oft anwesend. Also wir können das in den meisten Kirchen etwas garantieren, dass das beaufsichtigt wird. Das kann auch zeitenweise sein. Es können auch Leute zum persönlichen Gespräch kommen, in dem entsprechenden Abstand. Auch Beichte findet statt. Also es kommen sehr viele Leute zur Beichte in die Zeit. Wir haben bestimmte Zeiten, aber in einer mit entsprechendem Abstand, aber immer nur einzeln und in ganz kleinen Gruppen niemals, also immer in den nötigen Voraussetzungen, die notwendig sind. Was halten Sie von diesen Aussagen, das haben Sie auch mitbekommen, Theologe und Autor Peter Hane ist ja in den letzten Tagen hier und da in den Schlagzeilen gewesen, der permanent gefordert hat, die Kirchen Karfreitag und zum Osterfest zu öffnen. Gottesdienst ist Grundversorgung, ist so eine Kernaussage, die er da in die Welt gehauen hat. Was halten Sie dem entgegen? Also ich glaube, es ist an manchen Stellen auch eine Phase pastoralen Populismus. Und ich sehe das mit einer großen Ambivalenz. Denn ich habe vor wenigen Tagen den Gruß der Präsidentin unserer brasilianischen Partnerkirche bekommen. Sie sagt, es hat immer Zeiten gegeben, in denen die Kirche in besonderer Weise Dienerin des Lebens gewesen ist. Und jetzt fahrlässig zu behaupten, die Kirche müsse auch die großen, die wichtigen Veranstaltungen mit vielen Hunderten oder Tausenden Menschen in den Kirchen feiern, hieße nicht dem Leben dienen, sondern hieße, das Virus ausbreiten zu wollen und dabei zu helfen. Und deswegen bin ich an der Stelle wirklich, ich sag mal, auch ein bisschen enttäuscht. Also Menschen, die keine Verantwortung haben für die Kirchen, auch für die in der wichtigen Frage der Ordnung in den Kirchen zu diesem Zeitpunkt, die können leichter herreden. Aber unsere Verantwortung ist eine andere, glaube ich, die wir Verantwortung für die Kirchen. Und man muss ja auch sehen, dass unser Konzept durchaus ja gewisse Erfolge hat. Und wenn das nicht eine gewisse Lückenlosigkeit hat, dann hat es keinen Sinn. Wenn bestimmte Bereiche dann geöffnet sind und wir da nicht zu stehen. Ich denke, wir haben Möglichkeiten einer geistigen Gemeinschaft und geistlichen Gemeinschaft. Wir müssen nicht nur räumlich uns verbinden, das ist natürlich etwas, was das Normale ist. Aber in dieser außergewöhnlichen Zeit, denke ich mal, sind außergewöhnliche Solidarität notwendig und es dient letztlich dem Leben. Aber solche Aussagen sind durchaus gefährliche populistische Äußerungen, muss man ja auch sagen. Also es dient dem Ganzen nicht, allenfalls dem Buchverkauf von Herrn Hane, ne? Ich glaube, wir müssen momentan, das ist jetzt gar nicht zu den Äußerungen von Herrn Hane gesagt, wir müssen momentan uns alle einüben in die Frage dessen, was verhältnismäßig ist. Und niemand von uns begrüßt die Einschränkung von Freiheitsrechten. Niemand von uns begrüßt das Schließen von Kirchen, die Absage von Gottesdiensten. Niemand von uns will, dass freie Künstlerinnen und Künstler in Existenznot kommen. Das will niemand. Aber es geht doch jetzt angesichts der Situation, die wir haben durch die Ausbreitung eines Virus, das auch viele Menschen mit dem Tod bedroht, wie wir verhältnismäßig Maßnahmen errichten. Und das ist tatsächlich nicht einfach, weil es gibt schnell extreme Positionen. Und ich glaube, dass ich nenne sie ruhig mal die ökumenische Position, die wir hier in Niedersachsen und ja in Deutschland an vielen Stellen eingenommen haben, eine gute und eine tragfähige ist, die verhältnismäßig ist in dieser Situation. Und so schnell wie es möglich ist und verantwortlich tragbar, werden wir wieder Gottesdienste in unseren Kirchen haben. Das ist doch klar. Und die Krisenzeit ist sicherlich auch eine Zeit für neue Entdeckungen des gesellschaftlichen Miteinanders.
Das merke ich auch in meinem täglichen Job als Redakteur. Wir arbeiten aus dem Homeoffice heraus. Ich entdecke auch neue digitale Wege, die ich vorher so auch nicht gekannt habe. Man lernt dazu. Es ist auch irgendwo eine tolle Zeit. Was haben Sie gerade in den letzten Tagen bei Ihnen persönlich besonders entdeckt, was das Coronavirus ausgelöst hat? Ja, wir müssen ja uns jetzt bei uns mit dem synodalen Weg weiter beschäftigen. Und synodaler Weg heißt eigentlich, dass man einen gemeinsamen Weg geht. Wir merken plötzlich, wir müssen nicht teure Präsidienkonferenzen mit Flügen nach München oder woanders hin machen. Wir können das auch per Videokonferenz. Ich persönlich bin da noch ganz, ganz Neuling, aber ich merke, dass vieles, wo es nur um Absprachen geht, schnell gemacht werden kann. Und ich denke mal, dass man ein neues Gefühl dafür bekommen wird, auch umwelttechnisch und so, wie man doch noch viel besser miteinander kommunizieren kann über die sozialen Medien, die sich jetzt mal als wirklich sozial erweisen, dass sie immer sind. Und da wird es, glaube ich, doch auch im Bewusstsein, auch was Fliegen angeht, was Reisen angeht, was gesamtglobale Kommunikation angeht, doch sehr viele neue Fragen geben. Natürlich auch vielleicht neue Abschottungen, aber Gefahren wohnen auch überall. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir hinterher nicht mehr so miteinander umgehen wie vorher. Herr Meister. Also diese Erfahrung mit den digitalen Hilfsmitteln, die ist bei mir gleichermaßen so, auch da Anfänger und Einübender und Versuchsobjekt mit den guten Ergebnissen, aber auch, wie gesagt, wir haben jüngst eine Videokonferenz miterlebt, die dauerte 7 Stunden. Nee. Da gab es dann auch mal 5 Minuten Pause dazwischen, wo man auch merkt, was sie eben nicht leistet. Wo sie dann doch weit weg ist von ja, ich sag mal, von meinen innersten Gefühlen, von dem, was eigentlich Gemeinschaft ist. Also das ist eine neue Erfahrung. Und eine andere ist eigentlich nochmal eine Bedeutung, ein Bedeutungsaufschwung des Alten, was mir schon immer wert und teuer war, nämlich des Briefeschreibens. Ich habe an alle meine Pfarrwitwen und Ruhestandspfarrer geschrieben, also große Zahl, fast 2000 Personen, und bekomme eine Flut von Rückmeldungen. Eine ganz hohe Dankbarkeit, dass jemand auf diesem Wege jetzt an sie denkt. Und das heißt, das Neue, wie soll man sagen, fällt in mein Leben hinein, und das Alte erfährt auch eine Renaissance. Also sind beides interessante Erfahrungen. Briefe spielen eine ganz große Rolle, weil ich bin immer schon gewohnt gewesen, noch handschriftliche Briefe zu schreiben. Und ich denke, dass das tatsächlich so ist, dass man wieder zu, überhaupt in vielen Dingen zu ganz alten Kommunikationsformen, auch Telefon, zurückführt. Sie führen wahrscheinlich im Moment auch mehr Telefonate als in den vergangenen Monaten. Ne? Oh ja, ja, ja. Ja. Mhm. Spüren Sie in Ihren Bereichen auch durch die Corona-Krise mehr Zulauf mit Ratsuchenden, Hilfesuchenden, die sich verzweifelt an die Kirche wenden und um Beistand bitten? Ist das spürbar, was die Anzahl dieser Wünsche anbetrifft? Ja, es ist einmal bei den Gesprächsangeboten in den Vereinen so, aber auch bei den Beratungsstellen ist es natürlich ein erhebliches von Gewalt. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten, müssen neu geschaffen werden, auch Leute unterzubringen, in Obhutnahme zu geben und auch das Gesprächsangebot, telefonisch vor allen Dingen, wird wahrgenommen. Und ich merke insgesamt, dass wir gerade in unserem beraterischen Bereich, dass es da und auch seelsorglichen Bereich, dass es da doch zahlenmäßig zunimmt. Das gleichermaßen, also ich glaube, da sind die Erfahrungen identisch. Ich vermute mal, wir sind da auch erst am Anfang. Denn wir werden ja tatsächlich in eine der
wirklich massiven wirtschaftlichen Abschwünge hineinkommen, mit schon jetzt spürbaren Auswirkungen, gerade mit kleinen selbstständigen Unternehmen. Und da ist viel existenzielle Sorge auch. Und manche wird sich auch durch die großen Hilfsprogramme, die es jetzt gibt, manche Sorge wird sich dadurch noch nicht auflösen. Und ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Die Seelsorge vor Ort, wir haben ja hier in der Region Osnabrück und im Emsland, da hat es ja hier und da ein Beispiel gegeben, wo ein Pfarrer mit einer Mitarbeiterin zu einem Altenheim gefahren ist, sich mit dem Hubsteiger vors Haus gesetzt hat, Haus gestellt hat und da dann das Wort an die Bewohner gerichtet hat. Ist eine tolle Aktion, aber das sind Einzelaktionen, die wahrscheinlich nicht in jeder Ortschaft möglich sind. Aber das wäre natürlich ein tolles Bild, wenn jetzt gerade zu Ostern quer durchs Land die Leute fahren und überall Hubsteiger aufsteigen von den Altenheimen. Finden Sie anscheinend auch schön. Ja, das wäre doch toll, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Hubsteiger wir noch ausleihen müssen. Also ich glaube, wir haben eine Fülle von wirklich großartigen Ideen momentan in der Kirche. Und da merkt man auch, also, dass wir zwar sicher sind in den alten Formen und in den gewohnten, im gewohnten Ritus, den wir üben. Aber das, was momentan auf Gemeindeebene läuft, ist einfach großartig. Das sind ja ganz fantastische Ideen, wie man die Predigt verteilt, wie man mit Gesang, mit Bildern, mit Comics, mit Karikaturen Menschen in Anführungsstrichen bei Laune hält, also sie ans Fenster holt. Und da, ich sag mal, das ist eine Ausnahmesituation. Aber da passiert wirklich viel. Da sind mir diese kleineren Zeichen, die nicht so sensationell sind, so spektakulären lieber, weil die nachhaltiger sind, glaube ich, als das, was man vielleicht jetzt in netten Ideen entwickelt, auch mit Autokino oder sowas. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Nachhaltigkeit hat, aber es wird eine gewisse Kultur, muss sich wieder mehr entwickeln, auch in diesen alten Formen miteinander zu kommunizieren. Ja, das finde ich bleibt sehr spannend. Sie sagten das eben schon, Bruder Bode. Also, welche Gewohnheiten oder welche Abgewöhnungen, die wir jetzt haben, werden von Dauer bleiben? Ja. Also, ich weiß nicht genau, wie es Ihnen geht. Also, wenn ich jetzt abends manchmal den Fernseher anmache und dann sehe ich Filme, da sind die Menschen einfach zusammen, so wie wir das kennen. Ja. Da ist ein übervoller Markt oder da ist ein Kirchenplatz bis auf den letzten Quadratzentimeter mit Menschen gefüllt. Und ich sitze da und denke, wird es das einmal wieder geben in den nächsten Jahren? Und ich bin unsicher. Und da, das macht mir, wie soll man sagen, doch das macht mir auch Sorge, also dass wir das noch nicht wissen. Vielleicht auch gut, dass wir jetzt noch nicht darüber nachdenken. Ich habe in den letzten Tagen bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema auch hier und da und ja eigentlich immer wieder gelesen, da fiel oft dieser Satz, das Coronavirus ist die Strafe Gottes. Auch ein zentraler Punkt, womit sich viele Christen ja auch auseinandersetzen. Wie gehen Sie mit diesem Satz um? Was können Sie dazu sagen? Ich glaube, dass man diesem Bild, das natürlich lange in unserer Kirche und in unserem Glauben auch getätigt worden ist, sehr, sehr entgegentreten muss. Denn ein Gottesbild, das ein Gott, der mit solchen Dingen strafen muss, ist für mich nicht das Gottesbild, sondern es ist eine Entwicklung der Welt, die sich ergibt aus der Eigenheit der Schöpfung. Wir wissen nicht, wie es zusammenhängt. Wir wissen auch nicht, wie es mit Schuldigkeiten von Menschen und Klimakatastrophen und sonst etwas zusammenhängt. Und ich denke, wir verkünden doch gerade jetzt in dieser Woche einen Gott, der eher mit uns leidet in dieser Situation und nicht, dass er uns damit bedroht, sondern dass er sich in diese Lage der Menschheit mit hineinbegibt. Das ist eine andere Form von Erlösung, als dass er die Strafe brauchte, um uns zu züchtigen. Also das kann ich nur
bestärken. Also ich würde sagen, es ist ein dreifaches Nein, was man antworten muss, ist das die Strafe Gottes. Und das Erste ist tatsächlich, also wir leben nach wie vor in einer gebrochenen Schöpfung, also einer Schöpfung, die sich nach Erlösung sehnt. Es war kein Zufall, dass es ein Erdbeben war, das damals die Frage nach dem Warum eröffnet hat. Also warum lässt Gott diese Dinge zu? Und seitdem ringen wir sozusagen auf dieser Ebene. Aber wir ringen darin in einer unerlösten Schöpfung, die noch, das wissen wir und ich sage, das weiß auch Gott, die noch weit von dem Ideal der Harmonie entfernt ist, wie wir das in der Bibel an manchen Stellen lesen. Und wenn es eine intensivste Erfahrung des Menschwerdens Gottes gibt, dann erleben wir ihn ja in dieser Woche gerade, in der Karwoche, dass Jesus uns in unseren Wunden, auch in den Wunden der Natur und den Wunden unserer Gesellschaft nahe ist. Und die letzte Überlegung finde ich, so wenig wie wir zulassen dürfen, dass das als eine Strafe Gottes bezeichnet wird, so aufmerksam können wir dennoch sein, uns zu fragen, was zeigt diese Erfahrung, die wir jetzt machen, für unser Leben, für das Leben der Gesellschaft? Und in dieses Nachdenken tauchen wir gerade erst ein, glaube ich. Daran anknüpfen, im Grunde muss man jetzt eben darüber nachdenken, welcher Auftrag erwächst denn in den Kirchen aus dieser Krisensituation, nicht? Wir hoffen, irgendwann ist diese Krise bald vorüber, das normale Leben zieht wieder ein. Wie denken Sie als Kirche jetzt darüber nach, wie es nach Corona weitergehen kann in Ihrem Bereich? Das ist meistens die letzte Frage in den Interviews, die ich jetzt bekommen habe. Und ich lehne die inzwischen kategorisch ab. Okay. Und ich sage es ja mal ganz offen, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben so viel zu tun momentan. Und all diese Prognostiker und diese Zukunftsforscher, die mir jetzt erzählen, was in einem Jahr sein wird, die sollen, ich sage es hart, verdammt nochmal an die Arbeit gehen. Es gibt jetzt genug zu tun, als mir zu sagen, was ich in einem Jahr daraus gelernt haben werde. Denn ich nenne nur ein Beispiel, was mir wirklich jeden Tag so unter die Haut geht, wo wir wirklich Lösung finden müssen und nicht in einem Jahr, sondern jetzt. Wir haben Jahrzehnte intensiv darum gerungen, wie Menschen, die sterben, angemessen begleitet werden. Das war für uns geistlich ein wichtiger Auftrag. Die ganze Bewegung der Hospizentstehung, des Palliative Cares, waren Dinge, die haben wir theologisch begleitet und haben daran festgehalten, dass der Weg des Menschen in dem letzten Lebensabschnitt immer auch ein Weg ist, der würdig sein muss. Und was wir im Moment erleben, ist, dass wir all diese Errungenschaften, all diesen Einsatz, ich sag mal, ignorieren, nicht durchhalten können, dass wir dem nicht treu geblieben sind. Es sterben Menschen unter Bedingungen, nicht nur in Italien, sondern vielleicht auch bald in Deutschland, wie wir das nicht zulassen dürfen. Ohne intensive Begleitung, persönliche Begleitung durch Angehörige. Ohne die notwendige Begleitung, auch durch Seelsorgerinnen und Seelsorger. Wofür haben wir denn gerungen? Und da würde ich sagen, es gibt ganz klar auch einen, ich sage es ganz offen, es gibt einen Fehler, der momentan in der großartigen Arbeit des Krisenstabs gemacht wird, finde ich. Den muss man benennen, oder es gibt zumindest ein Defizit. Wir haben nicht ausreichend diese Palliativbegleitung und Versorgung von sterbenden Menschen in den Blick genommen. Wir haben großartige Epidemiologen, Virologen, politisch Handelnde. Wir haben großartige Katastrophen- und Intensivmediziner, aber diesen Punkt haben wir nicht in der Art und Weise im Blick, wie wir ihn brauchen. Und deswegen jetzt nicht sagen, was wir in einem Jahr gelernt haben müssen, sondern sehen, dass Menschen heute angemessen und würdig sterben. Und es sterben viele Menschen daran. Ja, und es gibt ja auch eine Annahme der Situation, wie sie jetzt ist. Wenn ich immer schon mit den Gedanken wieder weiter bin, bin ich nicht richtig in diesem Moment, bin ich wirklich in der Zeitgenossenschaft mit Menschen, die in Not sind. Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich alle Kräfte brauchen, um das erstmal aufzunehmen, zu deuten. Und wenn wir in dieser Nachdenklichkeit, die sich jetzt
doch in vielfacher Hinsicht auch breit macht, etwas davon mitnehmen können, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Und ich bin sicher, dass wir noch sehr oft hinterher danach schauen, welche Dinge wir daraus lernen. Das ist aber nicht jetzt Thema, sondern jetzt brauchen wir alles, was unmittelbar den Menschen zugemacht wird. Und Herr Meister, Sie sprachen ja gerade die Arbeit des Krisenstabs an. Auch dieses Thema, dass im Zuge des Kontaktverbots natürlich bei Beerdigungen auch Einschränkungen da sind, die Familien sehr, sehr hart treffen. Da würden Sie sich schon oder hätten Sie sich schon andere Regelungen gewünscht oder wie kann ich das verstehen? Also es gibt, wie soll man sagen, es gibt Reaktionen darauf von mir, die direkt Ihre Frage in den Blick hat und es gibt ein Nachdenken noch einmal darüber. Ich beginne kurz mit dem Nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob die Art und Weise, wie wir die allerletzte Phase, den Sterbensprozess und den Umgang mit dem Tod, wie wir ihn momentan behandeln, ob das nicht auch ein Zeichen dafür ist, dass die so prägende Kraft der Geschichte, die wir erzählen, von der Auferstehung der Toten, von einem kommenden Leben, in das wir hineingehen, ob die nicht auch gesamtgesellschaftlich stärker verblasst ist, als wir es uns manchmal eingestehen. Denn dieses ist die Schlüsselstelle, in der wir uns eigentlich befinden. Es geht auch um wirtschaftliche Existenz, es geht um Freiheitsrechte, es geht um viele grundlegende ethische Entscheidungen bei der Triage. Aber die Schlüsselstelle ist nach wie vor für mich Sterben und Tod von Menschen in einer ganz besonderen Situation. Und darauf nicht zu antworten wie im Mittelalter, sie zu exterritorialisieren, alle draußen vor den Toren der Stadt und nur mit ausgewählten Menschen begleitet und dann nichts mehr, sondern dass wir andere Dinge dort nach wie vor lebendig halten müssen. Und jetzt zum ersten, zur konkreten Frage. Ich glaube, da kommt für mich das Stichwort der Verhältnismäßigkeit wieder in den Blick. Gerade in dörflichen Strukturen wissen wir, dass Hunderte von Menschen an einer Beerdigung teilnehmen. Und oft ist es dann so, wenn es alte Menschen sind, sind die Freunde auch alt. Sind sie auch Risikogruppe? Und in einer Kapelle eng zusammenzusitzen, wäre angesichts der Situation nicht verhältnismäßig. Das bleibt, finde ich, ein außerordentlicher Schmerz für die Angehörigen und Freunde, weil es ein doppelter Schmerz ist. Den Verlust dieses Menschen und den Schmerz, diesen Ritus in einer starken Gemeinschaft, die gebunden ist auch in der Hoffnung, auf die Auferstehung Jesu Christi nicht so begehen zu können, wie sie es sich wünschen. Und das ist, ich sag mal, es ist, also das tut mir, ich sag mal, es tut mir jeden Tag weh. Nein, das tut einem weh, weil ich habe etwa einen Onkel von mir mit 88, der sitzt in einem Altenheim, hat Corona, er wird in den absehbarer Zeit sterben. Wir wissen nicht, wie es gehen wird. Sein Sohn kann ihn nicht besuchen. Und wir haben in der nächsten Umgebung Corona-Fälle hier auch um den Dom herum. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Da merkt man, kommt das schon sehr nah. Und die Pfarrer, die jeden Tag mit Beerdigung zu tun haben, die schreiben das und teilen das auch mit. Das ist einer der schwierigsten Punkte, die da gegeben sind. Und trotzdem spüre ich, wie viele gute Gespräche über Telefon, über Video, Trauergespräche, Besuche, die später gemacht werden, innere Verbindungen, die länger bleiben als vielleicht sonst bei Beerdigung. Auch das wird mit vielen neuen Ideen auch verbunden, aber es bleibt einer der schwierigen Punkte. Also dieser Aspekt schmerzt unendlich, Sie haben es ja gesagt, Herr Meister, aber wir können es im Moment nicht anders regeln. Nicht? Es ist einfach eine Entscheidung der Vernunft, die Sie einfach auch als Kirche mittragen, weil es vernünftig ist. Ja. Ich danke Ihnen für den Satz, danke. Ja, denn das ist, finde ich, sehr klug. Also für mich ist unter diesem Stichwort der Verhältnismäßigkeit auch
die Anfrage an uns Theologen, an Bruder Bode und mich und all die anderen, die im Dienst stehen, wie wir Vernunft und Glaube in dieser kritischen Situation zusammenhalten. Und da kann es einen frommen Enthusiasmus geben, der in der absoluten Unvernunft endet. Und davor müssen wir uns auch bewahren. Gut, ich komme jetzt zu meiner letzten Frage, also die Chancen für die Krise in der Zukunft. Das war jetzt nicht meine letzte Frage, Herr Meister. Nehmen Sie unsere Zuseher und User nochmal eben mit. Wie verbringen Sie persönlich, wie sieht Ihr Osterwochenende aus, Herr Bode? Ja, ich werde jetzt die Gottesdienste vorbereiten und feiern im Dom, also Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht und Ostersonntag. Werde Zeit haben, auch einsame Leute anzurufen und möchte das eigentlich so mehr bewerten, auch Beziehungen zu meiner Familie, und hoffe, dass die Tage gerade Ostersonntag und Ostermontag dann etwas ruhiger sind als das, was wir bisher noch haben. Denn es ist noch nicht eigentlich eine Zeit der Muße angefangen, und die bräuchten wir jetzt, glaube ich, auch in dieser ganzen Phase. Das Wetter ist sehr schön, ich habe einen großen Garten. Ich kann mich dann auch ein bisschen ausruhen, weil diese Tage zurzeit sind noch alle noch ziemlich gefüllt bis Samstag. Herr Meister? Ja, die Tage sind tatsächlich gefüllt. Und manchmal wünschte ich mir selbst auch, das ist auch eine, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber das ist ja eigentlich auch eine Zeit der Stille und der Meditation und des Nachdenkens sein müsste. Also zu wenig Zeit bleibt. Ostern selbst freue ich mich dann doch sehr darauf, dass unsere Kinder, also Sohn und Tochter, bei uns sein werden. Und ja, wir werden tatsächlich zum ersten Mal dann in dieser kleinen Familie bei uns auch in der Familie, in der Gemeinschaft der 3 und 4 Personen die Eucharistie feiern. Mhm. Weil wir den Gottesdienst selbst in der Kirche nicht feiern können mit anderen. Und wir werden das als kleine Hausgemeinschaft machen. Und das ist was, ja, es ist schon was ganz Besonderes dann auch für unsere Familie. Herr Meister, Herr Bode, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände ein angenehmes Osterwochenende. Und vor allem bleiben Sie gesund und all Ihre Menschen drumherum. Vielen Dank.